Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zu einer weiteren Wochenvorschau, wo ich euch erzählen werde, was ich letzte Woche so gezockt habe und was die Woche noch so kommt. Und wir fangen natürlich mit letzter Woche an. Und letzte Woche war ehrlich gesagt nicht so eine ereignisreiche Woche. Ich habe auf jeden Fall ein neues Let's Play angefangen und habe auch Multiplayer-Modus gezockt von mehreren Spielen, aber darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Denn ich möchte ehrlich gesagt ein bisschen mehr über mich reden, denn es kommt diese Woche wirklich, ehrlich gesagt, gar nichts raus in die nächste Zeit. Wir haben Ende des Monats natürlich Dead Island, nee, was rede ich da, Quatsch, nächste Woche müsste eigentlich Injustice Gods Among Us rauskommen, so ein nettes Prügelspiel mit Batman und allen DC-Heroes, wie zum Beispiel, ja, Batman ganz klar und natürlich The Flash, Green Arrow und so, falls das jemandem was sagt. Und darauf freue ich mich ehrlich gesagt sehr, ist so im Mortal Kombat-Universum auf jeden Fall nicht angesiedelt, aber die ganze Engine, die Steuerung und alles wurde da definitiv übernommen, aber da reden wir gleich drüber. Denn viele Leute haben mich gefragt, ob ich ein bisschen mehr über mich reden kann. Ich werde jetzt nicht richtig ins Detail gehen, aber ich werde so ein paar kleine Sachen auf jeden Fall preisgeben. Okay, ich war auf jeden Fall letzte Woche Samstag auf der FIBO in Köln und ich hatte einfach einen riesigen Spaß. Ich bin eigentlich ziemlich sportbegeistert, vielleicht sieht man mir das nicht unbedingt an, aber ich laufe ehrlich gesagt wirklich sehr gerne und mache auch ein bisschen Krafttraining und sowas. Und seit 2011 gehe ich jedes Jahr auf die FIBO, das ist so eine Art Fitness-Ausstellung, kann man quasi sagen, auch für Bodybuilding und all so ein dummes Zeug. Da gibt es auch verschiedene Geräte, die total schwachsinnig sind, wie zum Beispiel so Gewichte an den Füßen. Da kann man sich irgendwie so einklemmen, da kann man so mit den Füßen wackeln und so. Soll irgendwie bei irgendwas helfen. Ich lache mich da wirklich jedes Mal kaputt, denn da gibt es so viele kuriose Dinge, das ist einfach genial. Ich habe leider davon kein Foto gemacht. Einmal wurde es mir sogar verboten, ein Foto davon zu machen, also das war schon extrem lustig. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß auf der FIBO dieses Jahr. Ich gehe da wirklich sehr gerne hin, wie gesagt. Und ich habe da wirklich jemanden getroffen, ich habe auch einen kleinen Smalltalk mit dem gehalten. Und zwar habe ich Furious Pete getroffen, ihr kennt den wahrscheinlich alle, der frisst wirklich unheimlich viel und unheimlich schnell. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe den im Fernsehen gesehen, Videos gesehen und so. Und als ich den auf der Messe gesehen habe, habe ich nur so gedacht, wow, mit dem musst du unbedingt ein Foto machen. Und ich bin sofort hin und habe auch sofort ein Foto mit ihm gemacht, Smalltalk ein bisschen gehalten und ich werde euch das Foto natürlich nicht vorenthalten. Ich habe es schon auf meiner Facebook-Seite gepostet, aber ich werde es jetzt auch nochmal hier in dem Video zeigen. Ich werde es jetzt einblenden. Das war Furious Pete und ich, ein ziemlich lustiger Kerl auf jeden Fall. Wie gesagt, ein bisschen Smalltalk gehalten über seine Videos und so und wie er so viel isst, das ist der absolute Hammer gewesen. Der Typ macht ehrlich gesagt vom Weiten her gar nicht so einen großen Eindruck, aber wenn man ihm näher kommt, ist das wirklich eine extreme Kante, kann ich nur sagen. So ein Kreuz, wirklich muskelbepackt und wer seine Geschichte so ein bisschen verfolgt hat, der weiß, der hatte so eine Krankheit. Wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob man das magersüchtig nennen kann. Das hieß Anorexia oder irgendwie so auf Englisch, kann ich mich nicht genau daran erinnern. Auf jeden Fall war er, weiß ich nicht, sehr dick oder sehr mager, eins von den beiden Sachen. Und hat dann einfach Sport gemacht über die Jahre, so Muskeln aufgebaut und das ganze Zeug. Und das finde ich schon wirklich sehr cool. Auf jeden Fall ein absolutes, wie soll ich sagen, fast schon Privileg, den gesehen zu haben. Also ich hätte nicht damit gerechnet, der lief da rum, am Samstag stand locker am Stand und jeder konnte mit ihm Fotos machen und kurz mit ihm reden. Das war wirklich extrem genial und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich mag den Typen wirklich sehr. Und als ich den gesehen habe, habe ich ehrlich gesagt so pures Herzrasen ehrlich gesagt bekommen. Normalerweise bin ich recht cool, locker drauf, aber da ging es mit mir ein bisschen durch. Da habe ich, wie soll ich sagen, da kam so als kleine Fangirl in mir raus und ich so, ah, oh mein Gott. Es war auf jeden Fall genial. Also, wie gesagt, ich hätte es auf meiner Facebook-Seite posten können, dass ich da war. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass auch jemand da war und vielleicht hätten wir auch mal ein bisschen reden können oder so. Ich werde es auf jeden Fall machen, wenn ich auf jeden Fall zu noch einer Messe gehen sollte und dann werde ich auf jeden Fall posten. Wie gesagt, FIBO, ich bin fitnessbegeistert auf jeden Fall. Ich laufe wirklich sehr gerne, wie gesagt, Krafttraining und so. Ist eine ziemlich coole Sache, je nachdem, wie ich Zeit habe, mache ich es hin und wieder und es ist absolut genial und ich kann es auch wirklich nur jedem ans Herz legen, sich irgendwie sportlich zu betätigen oder so, denn ich finde, ehrlich gesagt, ohne Sport geht gar nichts. Ist auf jeden Fall meine Einstellung. Ja, soviel erstmal dazu. FIBO hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Nächstes Jahr ist sie natürlich jetzt auch wieder. Jetzt ist die vorbei. Die fängt, glaube ich, für Privatbesucher am Freitag an, Donnerstag an, ich weiß nicht mehr genau, und dann geht die bis Sonntag. Und da wird auch manchmal Sachen geschmissen, T-Shirts und so. Es gibt natürlich diese ganzen Proteinpulver und so, solche Sachen. Auf jeden Fall mal reinschauen, wenn ihr Interesse an Fitness habt, da könnt ihr echt nichts falsch machen, das ist wirklich eine riesige Ausstellung, ich gehe super, super gerne dahin. Okay, reden wir ein bisschen über was anderes. Ich war auch diese Woche auf einem Konzert und zwar habe ich Killswitch Engage live gesehen, vielleicht sagt das den meisten von euch gar nichts. Ich bin auf jeden Fall ein riesiger Metal-Fan, schon seit
über 10 Jahren mittlerweile. Ich liebe diese Musik, ehrlich gesagt, über alles. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, die Band live zu sehen. Ich bin ein großer Fan von denen, schon seit 8 Jahren. Ich habe auch hier T-Shirt gekauft auf dem Konzert und hier nochmal so eine nette Jacke. Kann ich gleich mal zeigen. Killswitch Engage. Und hinten steht es auch noch drauf. Heute mache ich Schleichwerbung vom Feinsten. und über mir ist auch noch ein Poster. Hier so, da die Ecke, so genau da. Kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Am besten blende ich es jetzt ein. Da habt ihr das Poster. Okay, das war das Poster auf jeden Fall. Und wie gesagt, riesiger Metal-Fan. Ich spiele auch sehr gerne Gitarre. Und ja, ich spiele Gitarre jetzt eigentlich seit ungefähr circa 3 Jahren. Macht auch Spaß. Finde ehrlich gesagt wenig Zeit dafür. YouTube verschlingt natürlich viel Zeit. Und ja, Gitarre spielen ist einfach genial. Macht richtig viel Spaß und das mache ich auch wirklich sehr gerne. Heißt aber nicht, dass ich wirklich nur Scheuklappen vorne habe und sage nur Metal, 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 Metal. Ich höre wirklich alles an Musik. Es kann von Hip-Hop sein, es kann Hip-Hop sein, es kann Dubstep sein, es kann irgendein Techno sein. Okay, ich bin ehrlich, Techno mag ich nicht wirklich, das höre ich nicht. Aber ich höre ehrlich gesagt alles, was mir gefällt, hat hauptsächlich aber Metal. Ist genau meine Sache. Ich höre super viele Bands, wie zum Beispiel halt Killswitch Engage, bin Fan von denen seit 8 Jahren. Times of Grace, wenn es jemandem was sagt, natürlich The Ghost Inside. Straight from the Path, es gibt so viele Bands. Parkway Drive, ihr habt schon verschiedene Shirts gesehen, die ich immer trage. Das sind alles Band-Shirts. Das weiße Shirt, was ich habe, wo drauf steht You Are Fucking Dead, da steht drauf You're Fucking Dead to Me. Und das ist von einer Band, die heißt Molotov Solution. Auch eine sehr coole Band, haben sich leider getrennt. Wie ihr seht, ich bin ein riesiger Fan, ich habe x T-Shirts von Bands und ich supporte die wirklich gerne, die Musik, die positiven Texte, die halt auch haben. Das ist wirklich schon eine extrem coole Sache. Ja, ich weiß nicht, ich bin da so, ich will nicht sagen reingerutscht auf jeden Fall, alles hat irgendwie bei mir so angefangen mit Slipknot. Und habe ich eines Tages im Fernsehen gesehen mit Duality, wie auch immer, und das hat mich dann irgendwie so richtig in den Bann gezogen einfach, und seitdem bin ich riesiger Metal-Fan. Habe auch damals schon vor 10 Jahren Limp Bizkit gehört und sowas. Es ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Mir macht Metal auf jeden Fall Spaß. Ich höre es super, 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 super gerne. Vielleicht gibt es ein paar auch unter euch. Die meisten werden wahrscheinlich nicht so viel damit anfangen können. Aber ich liebe es einfach und ich stehe dahinter auch wirklich hundertprozentig. Ihr seht es immer in meinen Videos, dass ich irgendein Band-Shirt an habe. Manchmal auch einen stinknormalen Pullover an, aber meistens halt diese ganzen Band-Shirts, weil ich finde die Bands einfach super cool. Und dadurch, dass ich die auch in den, also die Shirts in den Videos trage, seht ihr die Bands auch meistens dann auch. Forscht vielleicht auch sogar nach und das hilft den Bands auch wirklich nur weiter, denn ich bin wirklich ein großer Supporter, was die Metal-Szene angeht und so. Also jedes bisschen hilft denen auf jeden Fall. So viel erstmal dazu. Jetzt habt ihr ein paar Informationen über mich bekommen auf jeden Fall. Ich mache sehr gerne Sport, wie gesagt. War auf der FIBO, war auf einem Konzert, gehe wirklich super gerne auf Konzerte und bin da auch wirklich relativ oft. Immer wenn ein Konzert in meiner Umgebung ist, bin ich eigentlich da. Es macht richtig, richtig, richtig viel Spaß. Moshpit rein, einfach rumhüpfen, richtig einfach nur und mitsingen wie bekloppt. Das macht einfach richtig Spaß. Mit irgendwelchen Leuten in den Armen liegen, die man überhaupt nicht kennt, aber man hat Spaß ohne Ende. Darauf kommt es im Endeffekt bei überall eigentlich an. Bei der Musik, bei Spielen, was auch immer. Und das macht mir einfach höllisch viel Spaß. Ja, da habt ihr es. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft noch ein bisschen mehr von mir erzählen. Vielleicht noch privat ein bisschen ins Detail gehen. Ich muss mir das Ganze noch überlegen, weil das ist noch alles relativ frisch. Wenn ihr mehr hören wollt, lasst es auf jeden Fall in den Kommentaren und vielleicht werde ich noch ein bisschen mehr erzählen. Aber so viel erstmal dazu. Wie gesagt, ich war auf der FIBO, war auf den Konzerten. Ich bin wirklich ein riesiger Metal-Fan, riesiger Musik-Fan, kann man eigentlich sagen. Ich spiele auch selber Gitarre sehr gerne. Habe überlegt, mit Schlagzeug anzufangen, aber die Gitarre ist ehrlich gesagt fürs Erste genug. Spiele schon seit 3 Jahren und ehrlich gesagt, ich höre jede Band, die eigentlich, wie soll ich sagen, aktuell ist oder auch nicht aktuell ist. Ich bin nicht der größte Fan von alten Bands wie Iron Maiden, Metallica. Ja, die haben ein paar gute Songs, aber ehrlich gesagt mag ich die Bands aus dieser Zeit, aus der Neuzeit quasi viel, viel, viel mehr. Gut, manche Bands, die ich höre, sind auch mittlerweile 10, 20 Jahre alt. Lässt sie nicht vermeiden, aber
Halt mit solchen Bands kann ich nicht so viel anfangen. Ich bin halt so mehr der neuen Generation, so, wie soll ich sagen, einfach so. Ja, dazu bin ich, dazu stehe ich einfach mehr so. Weiß nicht genau, kann ich nicht genau ausdrücken. Ich mag auf jeden Fall mehr die neueren Bands. Das ist schon alles sehr cool. Okay, so viel erstmal zu mir. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen gefallen, so einen kleinen Einblick zu haben. Wie gesagt, lasst es auf jeden Fall in den Kommentaren einen Kommentar und ich werde auf jeden Fall zu euch zurückkommen und dann werden wir mal gucken, ob ich noch ein bisschen mehr erzählen werde. Okay, reden wir jetzt über Spiele. Genug über mich fürs Erste. Ich habe natürlich Sly Cooper gestartet. Ein ganz cooles Spiel eigentlich. Natürlich, es ist für Kinder gemacht und das merkt man auf jeden Fall. Das Spiel, das ist vielleicht das übelste Spiel, was einen an die Hand nimmt, was ich überhaupt je gespielt habe. Man sieht es in jedem Spiel, sei es Tomb Raider, sei es irgendwas anderes, sei es... Keine Ahnung, ich weiß, ich habe jetzt keinen genauen Vergleich, aber ihr kriegt immer gesagt, da müsst ihr hin, das müsst ihr machen, bla 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 bla. Und hier wird euch natürlich, kleine Szene ja am besten, kleines Beispiel. Sollten wir irgendwie eine Luke aufmachen, auf dem Dach irgendwo, und dann wurde uns sogar der Weg gezeigt und alles schön ausgeleuchtet, damit wir bloß nicht daran vorbeigehen. Ich weiß, das ist für Kinder gemacht, aber das ist ein bisschen krass, finde ich doch. Aber ich beschwöre mich gar nicht darüber. Das Spiel sieht wirklich sehr cool aus, ganz schön in HD. Natürlich, die Texturen und diese Comic-Grafik gefällt mir wirklich sehr cool. Die Texturen sind sehr scharf, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das Spiel läuft nicht in 1080p, sondern 720p. Das ist natürlich Cross-Buy auch noch. Wenn ihr dieses Spiel kauft, habt ihr gleichzeitig auch die PS Vita-Version, was eine sehr coole Sache ist, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ihr habt natürlich wieder die verschiedenen Charaktere, Carmelita, Murray, dieses riesige Hippo-Viech, Bentley, die Schildkröte im Rollstuhl. Und es macht definitiv Spaß. Ich hab Sly Cooper das letzte Mal vor, weiß ich nicht, circa 10 Jahren oder so gespielt. Das ist schon echt heftig. Ich glaube, so alt ist die Sly Cooper-Serie schon, auf der PS2 gestartet. Macht, wie gesagt, extrem viel Spaß, also ich habe eine Menge Laune eigentlich mit dem Spiel. Nur, wie gesagt, es macht nicht super viel her, es ist ein Kinderspiel, manche Sprüche, da denke ich mir so, oh mein Gott, okay. Man kann es auch ehrlich gesagt übertreiben, aber nichtsdestotrotz, schaut es euch unbedingt an, es ist ein nettes Spiel. Die letzte Zeit kam sowieso kaum was raus, ich habe sogar überlegt, Monster Hunter anzufangen oder Lego City Undercover, habe mich aber schlussendlich für dieses Spiel entschieden, weil ich die Sly Cooper Serie eigentlich ziemlich cool eine Erinnerung hatte. Der Teil ist aber ehrlich gesagt ein bisschen durchwachsen. Ist nicht der beste Sly Cooper Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Die alten Teile waren ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Aber es ist auf jeden Fall ordentlich gemacht. Die Charaktere sind super nett und sehr liebenswert, kann man ehrlich gesagt auch sagen. Haben so einen kleinen Wiedererkennungswert auf jeden Fall. Und das finde ich auch wirklich sehr cool gemacht. Zieht euch auf jeden Fall rein. Sly Cooper macht richtig viel Spaß. Unbedingt mal angucken, ist natürlich auch 3D-kompatibel, wovon wir natürlich wenig haben, YouTube und so. Also es wäre schon ziemlich cool, wenn man irgendwie, wenn das ganze 3D, ich sagen, so ein bisschen salonfähiger wird und das bald irgendwann in jedem Haushalt sein wird, was ich ehrlich gesagt bezweifeln werde. Aber so irgendwie Videos herzustellen, so in 3D, das wäre schon ziemlich cool für YouTube. Wäre auf jeden Fall eine Sache. Nichtsdestotrotz, ich sag's 5000 Mal, ist okay, kann man spielen, macht Spaß, natürlich für Kinder gemacht. Wollte ihn einfach mal holen, weil ich lange so ein Spiel nicht gespielt habe. Ich habe zuletzt, ich schaue gerade, ob ich die Hülle hier irgendwo liegen habe. Ich habe zuletzt Super Mario Bros. Gespielt. Kann man quasi so mit der Ecke so vergleichen, obwohl Super Mario Bros. Mir 10.000 Mal mehr Spaß macht als Sly Cooper. Nichtsdestotrotz, kann man spielen, ist okay, macht Spaß, dabei bleibe ich, zieht euch unbedingt rein. Und es geht sogar relativ lang. Und die ganzen Zwischensequenzen mit den ganzen Zeichentricksequenzen, so kann man es ehrlich gesagt sagen, sind auf jeden Fall richtig gut gelungen. Okay, nächstes Spiel habe ich schon 5-mal mittlerweile in die Kamera gehalten, vielleicht sogar öfters oder so. Gears of War Judgment. Ich habe den Multiplayer-Modus jetzt gezockt die Woche und ich bleibe dabei. Die Shotgun in dem Spiel ist für mich immer das A und O, denn wenn ich die Shotgun spiele in dem Spiel, dann kann ich schon fast sagen, dieses Spiel wird cool, dieses Spiel wird schlecht. Das ist zwar total oberflächlich, aber ich rede auch nur von dem Multiplayer-Modus. Singleplayer-Modus ist komplett egal, um ehrlich zu sein. Wenn sich die Shotgun meiner Meinung nach immer cool anfühlt, dann mag ich diesen Teil von Gears of War, wenn nicht, dann mag ich ihn nicht so. Bei Judgment, weiß ich nicht, funktioniert die Shotgun so dermaßen merkwürdig. Ich habe aber auf jeden Fall richtig geniale Kills hinbekommen, so ist es nicht, und sogar ziemlich viele Kills. Einfach so aus der Drehung heraus, bam, in den Kopf oder richtig schön an Cover geslidet und einfach blind geschossen habe ich auch. Mittlerweile hat man beim Blindschießen immer dieses Fadenkreuz, was ziemlich hilfreich ehrlich gesagt ist. So habe ich auch ein, zwei Kills gemacht, aber nicht, wo ich an Cover geslidet bin oder so. Ja, was kann ich nur großartig sagen?
Die Shotgun ist ein bisschen komisch in dem Spiel. Entweder nimmt ihr die Lupara, dann müsst ihr komplett in den Nahkampf gehen und so ein bisschen den Schüssen ausweichen. Oder nehmt halt die Nasher, die halt auch auf Distanz ein bisschen mehr Schaden macht. Manchmal killt ihr einen aus der Distanz. Ich sag mal ungefähr, der Gegner steht hier. Ihr steht ungefähr hier, was schon relativ weit ist. Für eine Shotgun im Spiel kann man quasi sagen, nur so als Vergleich. Und ihr killt den, wenn er vielleicht schon Schaden gefressen hat. Oder wenn er keinen Schaden gefressen hat, ich weiß es nicht genau. Oder ihr steht hier, schießt mit der Shotgun und zwar frontal drauf und es passiert nichts. Er kriegt vielleicht krassen Schaden, sogar vielleicht sogar ein bisschen weniger Schaden, aber er zerfetzt einfach nicht. Und das ist so ein bisschen komisch. Das heißt, wenn ihr hier steht und ihr zerfetzt ihn und wenn ihr hier steht und ihr zerfetzt den nicht im Nahkampf, ist das schon ziemlich komisch, ehrlich gesagt. Und so ist die ganze Shotgun auch in dem Spiel. Nichtsdestotrotz, man kann ein paar coole Kills auf jeden Fall hinkriegen und es macht auch irre viel Spaß, die ganzen Leute da zu zerfetzen. Was mich ehrlich gesagt so ein bisschen ärgert, wenn man selber gekillt wird, dann wird der ganze Bildschirm sofort rot. Das Emblem wird eingeblendet von Gears of War, ich meine auch in rot. Und man kann irgendwie den Kill, den man gerade irgendwie, wie soll ich sagen, bekommen hat, kann man irgendwie nicht genießen. Zum Beispiel in Gears of War 2, da habt ihr erst den Schuss in den Kopf bekommen direkt und dann seid ihr kurz stehen geblieben, habt gesehen, wie der Kopf explodiert, dann ist er zusammengesackt und dann ist er direkt rübergegangen zu dem Punktestand. Ich finde das so ein bisschen schade, dass das alles so schnell weggeht. Das gleiche kann ich auch ehrlich gesagt bei Tekken Tag Tournament sagen. Wenn ihr zum Beispiel einen Gegner jetzt gekillt habt, beziehungsweise ihr habt den KO gemacht, dann fliegt er ja hin und hat sich immer so gekrümmt vor Schmerzen. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Diesmal wird da einfach nur die Sequenz wiederholt, das finde ich so ein bisschen scheiße. Das sind so kleine Sachen, so kleine Details, die mir so aufgefallen sind in der letzten Zeit. Und die finde ich ehrlich gesagt relativ cool. Ja, so viel erstmal dazu. Gears of War Judgment, definitiv ein Cash-In-Spiel, auf jeden Fall. Denn ich weiß nicht, ob bei Epic Games noch irgendwas in nächster Zeit rauskommen wird. Das Prequel finde ich relativ unnötig, erklärt definitiv ein paar Sachen, aber wirklich auch nicht so viel. Für alle Gears-Fans zuschlagen, ganz klar, aber ansonsten kann man das Spiel, wenn es günstig wird, dann halt kaufen. Es ist auf jeden Fall ein Kauf wert, so viel dazu. Multiplayer-Modus macht immer Spaß in Gears of War. Die ganzen Maps sind auf jeden Fall ziemlich cool geworden. Ja, mehr kann ich ehrlich gesagt auch gar nicht so drüber sagen. Okay, die Hülle habe ich jetzt, glaube ich, gerade nicht parat. Zum ersten Mal, ehrlich gesagt, passiert ist. ich habe noch den Multiplayer-Modus von God of War Ascension gespielt. Und ja, wie ich gesagt habe, auf meiner Facebook-Seite, ich habe eine Menge Kills hinbekommen auf jeden Fall, denn die Leute verstehen es teilweise online nicht, wie man das Spiel spielt. Gut, ich habe natürlich auch ein paar, ich wurde natürlich auch ein paar Mal getötet, so ist es ja jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht der Überpro, will mich auch gar nicht so darstellen. Aber es ist auf jeden Fall schon sehr auffällig, wenn man zum Beispiel jetzt, man kann ja die normalen Schläge parieren, eigentlich ganz einfach. Und die Heavy Hits, die ganzen schweren Angriffe, die kann man nicht parieren. Und manche Leute stehen da einfach verteidigend, anstatt irgendwie zur Seite auszuweichen oder so. Und die kriegen dann die ganze Zeit diese Heavy Attacks und die kann man auch wirklich spammen, weil man wird teilweise nicht unterbrochen. Man kann unterbrochen werden, aber es ist wirklich relativ schwer, wenn man einmal die Heavy Attacke ausgeführt hat. Und ich spamme die Sachen nur spam. Manchmal wechsle ich auch ein bisschen mit normalen Attacken und so. Aber hauptsächlich sind das halt die Heavy Attacken, die ich gemacht habe. Und das macht eine Hölle Schaden. Und die meisten Leute haben es nicht geblockt. Beziehungsweise man kann es ja gar nicht blocken oder irgendwie ausweichen oder so. Und dadurch habe ich wirklich eine extreme Menge an Kills hinbekommen, was auch wirklich sehr cool ist. Alles, was man eigentlich machen muss in dem Multiplayer-Modus ist, abwarten, bis der Gegner richtig low ist, das heißt wenig Gesundheit hat, und dann einfach drauf, den Gegner einfach packen, bisschen schlagen und den Kill einfach abstauben. So kann man wirklich gewinnen, wenn man wirklich jetzt den komplett runterkloppt und dann kommt einer von der Seite und klaut euch den Kill. Das ist so ärgerlich, kann ich ehrlich gesagt sagen. Da könnte ich ehrlich gesagt an die Decke springen, das regt mich richtig auf. Aber ja, es ist auf jeden Fall cool. Man kann auch Ausrüstung sammeln, man kann, ja, was kann man noch machen? Waffen wechseln natürlich, verschiedene Ausrüstungen haben natürlich verschiedene Attribute. Bei den ganzen Göttern, die kann man auch noch wechseln, dann habt ihr auch wieder verschiedene Sachen. Ich bin zum Beispiel bei Ares, der ist natürlich im Nahkampf sehr stark. Weiß nicht genau, wer es war, Poseidon meine ich, habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Bei dem werdet ihr so ein bisschen, was Zaubern angeht, so ein bisschen stärker. Wie es euch gerade gefällt, auf jeden Fall, könnt ihr es euch aussuchen und so euren Spielstil natürlich anpassen. Es macht richtig viel Spaß, kann man ehrlich gesagt sagen. Da ist so eine gewisse Taktik halt drin, wie man halt angreift, um den Gegner verflucht viel Schaden zu machen und verflucht schnell fertig zu machen. Was viele Leute im Multiplayer-Modus auch machen, habe ich bemerkt, ist, die weichen immer zur Seite aus. Und wer das Tutorial gespielt hat und das ein bisschen aufmerksam verfolgt hat, wenn die zur Seite ausweichen, werden die verwundbar. Und wenn die verwundbar wären, kann man ganz einfach die greifen, packen und wieder Schaden machen. Und manche hüpfen einfach nur so zur Seite und hüpfen und hüpfen und hüpfen. Das ist so verflucht blöd, habe ich mir gedacht. Okay, die machen es immer weiter. Habe ich mir gedacht, okay, ziehst du die ran, klopfst wieder drauf, haust wieder drauf und lässt die einfach so
komplett durch die Luft scheppern. Es macht definitiv Spaß, vielleicht mache ich noch ein paar Matches davon, vielleicht noch ein paar Gears of War Matches. Aber jetzt will ich von Gears of War Judgment auf jeden Fall noch den Aftermath, diese Aftermath-Kampagne auf jeden Fall fertig machen, dass wir das auf jeden Fall auch noch im Kasten haben. Und dieser Monat ist natürlich sehr, sehr, sehr trocken. Contentmäßig halte ich mich ein bisschen bedeckt. Wie gesagt, so ein bisschen ruhiger halt die ganze Sache. Aber es heißt nicht, dass nichts kommen wird. Wenn ich mal nichts mache, dann bräuchte ich halt einen Tag Pause, muss ich irgendwas anderes halt machen. Und es wird aber definitiv weitergehen mit Sly Cooper, ganz, 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 ganz klar. Und wir haben diesen Monat natürlich noch Injustice Gods Among Us. Dann haben wir natürlich Dead Isle Riptide, ganz, ganz großes Spiel für mich, denn es hat so viel Spaß gemacht in dem ersten Teil, Dead Island, das Koop zu zocken und dann einfach die Zombies zu killen. Kopf abzuschlagen, ich meine, Takedowns gab es auch, man konnte da mit Autos rumfahren und so. Das war wirklich extrem cool und ich hoffe, dass das Gleiche in Dead Island Riptide auch noch geht, denn ich weiß nicht, wo die da hingehen werden. Ich hoffe, dass sie das Spiel so ein bisschen zugänglicher machen, denn ich hatte teilweise das Gefühl bei Dead Island Riptide, dass das Spiel auch ein bisschen störrisch war von der Steuerung her. So meine persönliche Meinung dazu. Also ich denke, die überarbeiten das ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass es, ich hoffe ehrlich gesagt, dass es besser wird als der erste Teil und nicht irgendwie so eine, würde ich sagen, so eine abgespeckte Version ist irgendwie und ja, Dead Island, der erste Teil war richtig erfolgreich, wir machen direkt einen zweiten und zack, zack, zack. Ich hoffe, dass es richtig cool wird, mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen, ich freue mich riesig auf das Spiel, denn wer killt ehrlich gesagt nicht gerne Zombies, denn Zombies killen ist einfach absolut genial, es macht richtig viel Spaß, da muss man keine Story haben, da muss man nur einen schönen Schauplatz vielleicht haben, hatten wir sogar im letzten Teil mit dem riesigen schönen Strand und so und dann einfach nur drauf, 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 ich bin ein riesiger Zombie-Fan, das sollte auf jeden Fall richtig, richtig genial sein. Ja, wie gesagt, wenig kommt raus, auf jeden Fall, nächsten Monat haben wir leider, leider nicht, also im Mai haben wir leider nicht, The Last of Us, was verschoben wurde. Ich habe gehört, dass Lost Planet auch verschoben wurde, irgendwie von Juli auf August irgendwie, oder Juni auf August. Auch eine blöde Sache wieder, haben wir auch wieder nichts. Aber jetzt kommt natürlich bald The Last of Us raus, gar nicht mehr so lange, ich meine im Juni soll es rauskommen. Werd natürlich vorher am 31. Mai natürlich die Demo zocken, darauf freue ich mich schon riesig. Das sollte auf jeden Fall genial werden. Metro Last Light haben wir im Mai noch, hab den ersten Teil gespielt, der ist auch wirklich sehr cool, sehr große Atmosphäre, um ehrlich zu sein, aber ich lasse mich ehrlich gesagt überraschen, ich habe mich noch gar nicht so richtig informiert, also ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, was das alles so hergibt, das ganze Spiel, das sollte auf jeden Fall richtig, richtig episch werden. Jetzt hat natürlich die Sommerzeit begonnen und ich werde mich natürlich daran halten, Retro-Spiele zu spielen, das wird auf jeden Fall noch kommen. Ende des Jahres wird riesig. Ich glaube, Ende des Jahres explodiert die Welt. Da haben wir die neuen Konsolen, falls die Xbox dieses Jahr noch rauskommen wird. Wir haben die E3, die bald kommen wird. Wir haben natürlich die Gamescom, die bald kommen wird. Das wird einfach nur genial werden. Und ich weiß nicht, wir haben Battlefield, wir haben Assassin's Creed natürlich, wir haben die üblichen Verdächtigen, wir haben Call of Duty. Ende des Jahres wird einfach nur gigantisch werden. Vielleicht kommt sogar das Remake raus von Wind Waker für die Wii U. Das werde ich auf jeden Fall noch spielen. Das sollte alles riesig werden. Ich glaube, Ende des Jahres wird der absolute Burner werden. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger auf jeden Fall. Aber das heißt nicht, dass ich aufhören werde, Videos zu machen. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall das durchziehen mit den Retro-Spielen, dass ich halt so ein bisschen meine Gedanken preisgebe, wie ich die Spiele damals so erlebt habe. Wo ich vielleicht als Kind so ein bisschen Angst bekommen habe oder so. Bei manchen Sachen, das ist halt, habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt. So halt kleine gewisse Sachen halt, die das so das ganze Spiel so für mich ausgemacht haben. Und das ganze Spiel auch so richtig episch ja, wie soll ich sagen, einfach, dass das ganze Spiel einfach episch dargestellt worden ist für mich, in meinen Augen. Das sollte auf jeden Fall richtig cool werden und ich freue mich ehrlich gesagt riesig darauf. Also, ich hoffe, ihr seid dabei, das sollte richtig episch ehrlich gesagt werden. Und ja, das war es auch ehrlich gesagt erstmal für die Wochenvorschau. Wie gesagt, ein bisschen wenig zu reden, deshalb habe ich mir gedacht, ich rede so ein bisschen über mich, was ich mag und so, wo ich so unterwegs bin und ja. Wie gesagt, ziemlich ruhig auf jeden Fall, aber Content wird auf jeden Fall kommen und ich hoffe, ihr seid fleißig dabei, denn es ist wirklich immer genial, wenn ich sehe, dass ihr wirklich so fleißig meine Videos guckt. Also großes Dankeschön nochmal an der Stelle, das ist absolut genial und ich hätte ehrlich gesagt nie damit gerechnet, also großes Dankeschön an euch. Und wie immer Leute, wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal und zu richtig epischen Let's Plays. Und wenn ich Lust habe, werde ich natürlich noch ein bisschen was über mich erzählen. Also das ist absolut kein Problem. Stell mir einfach ein paar Fragen und ich werde die wahrscheinlich in der nächsten Wochenvorschau dann beantworten. Und eine Sache wollte ich, glaube ich, noch loswerden. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden gerade verloren. Nichtsdestotrotz, jetzt weiß ich es wieder. Bin mir nicht sicher, ob ich mir Monster Hunter holen soll und das als lange Serie starten soll. Denn Monster Hunter muss man natürlich farmen, das kann ein bisschen langweilig werden. Die Monster, die kloppt man auch nicht so schnell kaputt.
Falls ihr darauf auf jeden Fall Lust habt, lasst es mich in den Kommentaren auf jeden Fall wissen und ich überlege es mir dann, werde es als lange Serie vielleicht über das Jahr verteilt starten und dann sehen wir auf jeden Fall mal weiter. Okay, das war es jetzt absolut für die Wochenvorschau diese Woche, Leute. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche und zu mehr Gameplay und zu all diesen tollen Sachen. Macht's auf jeden Fall gut und wir sehen uns. Macht's gut. Bye.